Ich heiße euch herzlich willkommen zu Penko Park. Somerville war doch relativ schnell abgeschlossen, schneller als ich erwartet hatte. Es gibt uns aber die Möglichkeit, einfach mal hier so ein Spiel zu spielen, wo ich nicht wirklich weiß, wo man das einstufen soll. So in der Hinsicht nur ein Ersteindruck, was das jetzt wäre theoretisch. Oder wirklich ein komplettes Let's Play oder halt live im Stream. Auf jeden Fall, die Idee dieses Spiels ist es, man hat so ein bisschen ein Pokémon Snap ähnliches Spiel, wo man halt in dem Fall Monster fotografieren muss. Und ja, im Sinne, wenn es ein Ersteindruck ist, können wir uns ganz kurz die Option einmal schnell angucken. Audio Volume, von dem zumindest, was man bisher hört. Sollte das in Ordnung gehen, aber es kann natürlich in der Sekunde sich ändern, indem wir das Spiel starten. Language, da gibt es ein paar zur Auswahl. Das Spiel startet normalerweise in Deutsch, aber wer mich kennt, ich mag Englisch dann doch lieber. Controls, Speedrun Timer, ein paar Sachen kann man hier einstellen. Grappler, Penko Ball und der Wand. Da gibt es also ein paar kleine extra Gimmicks, die man nutzen kann. Graphics, denke hier wären vielleicht ein paar Sachen noch hilfreich, aber gucken wir mal, wie das Ganze dann wirklich im Spiel aussieht. Guten Tag. Tschüss, Motherfucker. Ich kann stop. Stop him. Bla bla bla. Welcome to Penko Park, TM. The greatest wildlife park ever built. It was founded by the supremely honorable Sir Robertus Penko in 1952. Press space to continue. My name is Pinky, and I'll be your guide for today. Penko Park has always been home to countless unique Penko species. We have not had visitors in a while, but I will try my best to guide you safely through the park. Underneath your seat, you will find your complimentary Penko Snapper Lot 9000. Oh, hey, hi. Hi, buddy Lena, maybe? Use it to take nice pictures of the wildlife, anything that moves. Press right mouse button to activate, left to take a photo. Take your first picture. Yeah, we did it. Hooray. Don't forget, you can zoom in and out with the scroll wheel. All right, don't worry, our Penkos are mostly friendly. Mostly, there's much to find if you can, or just look closely. Hold on to your seatbelts, here we go. Okay, also das Gefährt auch hier erinnert dann doch wieder sehr stark, genau wie bei Pokémon Snap, an die Sache. Aha, irgendwelche Melodiesachen. Dich hatten wir, Penky. So, fünf, ich nenne es mal Eier, werden uns unten im UI auch angezeigt. Okay, ich warte mal ganz bewusst ein bisschen. Oh. Okay, nicht jedes Bild ist ideal, aber ich mache es trotzdem einfach mal schon. Oh, das waren drei Sterne, Mensch, schon. Das ist nur ein bisschen hart, aber weil, wie gesagt, das sind keine Pokémon. Wirklich wahrzunehmen, was man sich hier entweder anguckt. Oder was deren Namen halt sind. Da ist wenig Zeit, um das wirklich so festzuhalten. Hey, little guy. Double. Double die Katz. Ah. Oh, da gibt es also noch andere Sachen. Wir haben ihn also im Schlafen gesehen, da gibt es noch Musik und am. Oh. Am Glitzern oder ähnliches. Aha, also ich gehe mal von aus, da kann man dann halt dagegen werfen oder ähnliches, um Sachen aufzumachen. Okay, wir haben ihn freundlich und dann, wenn er. Cool. Eigentlich ein schickes Foto schon machen. Uns natürlich klar, wir haben nur eine gewisse Anzahl an Fotos. Da hinten ist er wieder. Banana. Da hinten ist irgendwas. Machen wir ein Foto absichtlich? Nee, also das reicht nicht. Okay. Ja, ihr seht definitiv freaky aus. Ich habe ein Foto von Akko bereits. Hi. Jaga. Baba mit Vorname.
Ja, man will ja eigentlich immer so ein bisschen hier in dem Fotomodus gleich bleiben, weil man dann besser auf Sachen reagiert, aber man sieht halt leider ein kleines bisschen weniger. Einfach mal schon mal Sicherheitshalber von Citru. Von aus, dass man da halt mit der anderen Route da. Oh boy. Oh boy. Okay, da war nicht lange Zeit. Mal abgesehen davon, dass wir nicht die Zoom-Fähigkeit dafür hatten. Ein Schrump. Das ist auch nochmal ein Weg. Wie auch immer man diesen einschlägt. So, ich halte trotzdem mal kurz die Augen offen, obwohl ich das Gefühl habe, das Ding ist schlichtweg einfach weg. Jupp. Oh, was seid ihr? Irgendwelche Kokons. Oh, hi. Da ist noch nicht viel Zeit gewesen. Pirko. Oh, gleich zwei Versionen. Ist natürlich jetzt schon fast gespannt darauf herauszufinden, wie zum Kuckuck man die zum Schlafen bringt. Oh. Oh, kaufe nur einen Stern. Hier nochmal einige Kollegen. Modgunk. Na, ah, leider. Ah, das ist ein besseres Bild. Ja, man hat so ein bisschen einen creepy Unterton mit dabei. Aber gleichzeitig Small. Ja, genau. Bisher tun die halt einem erstmal noch nicht allzu viel. This ride ends here, but your journey does not. Alright. Okay, Panky. So, a rather jolly Panky without any obvious negative properties, perfect as a tour guide. Long considered a myth, the banana's blood-curling mating calls are considered an ill omen. Once Parkstaff got the snog to reveal its face, they were not disappointed. Ach so, ich dachte, das wäre irgendwie vielleicht so ein Stein, aber wo schon sowas reingemeißelt worden ist. So, hier unten, Snog. So, wir haben zweimal ihn, wir nehmen logischerweise ihn hier. Sometimes deliberately poops on visitors. Thanks. Happiness is a warm double. Warm double. Thank you. So, ich will die da haben. Da sind mehr drauf zu sehen, oder? Ja, ich nehme den da. After a nice day at Panko Park, you sometimes find a Nauplii in your pockets. That wing spreads a chestnutty flavor all around the park. Those creepies. At night, unsuspecting visitors often mistake it for a beautiful woman. Wait, what? Juhu, okay. So, contrary to popular belief, its juices are actually quite tart, nicht fad, tart. So, du bist hier gleich mit mehreren aus. Oder mit mehreren Punkten belohnt worden. Contrary to popular belief, its juices are actually. Okay. Also vielleicht für die unterschiedlichsten Situationen ich mal andere Tidbits. 99% Stone, 1% Satisfaction. Where do they come from? Anyway, do they grow on trees? If it starts telling sad tales about a forgotten past, cover your ears and mouth. Okay. Coughs were first discovered in the Panko Cafe's garbage cans. Afterwards, the park had to be closed for 2 weeks due to serious health concerns. Huh. So slimy, dot dot dot. Moru held accountable for over 86% of structural damage to the Panko Cafe. Look, how cute! Last word of a visitor. Whoa, okay. Would you look at that? So many beautiful pictures. The more you explore the park, the more experience you will get.
On the left side, there is a bar that shows how much experience you gained towards your next Penko stamp. You get that glowing stamp on the left and place it on into your album. You can unlock many marvelous things and even discover new park sections. Achso. So, wir haben erstmal die Penko Snap und Boulder Forest. So, und man sieht, es arbeitet sich also hier so entlang, das ist also nicht wie so ein Skilltree, freie Entscheidungsmöglichkeiten. Card Turn Signals, press A, R, D to change card directions. Genau, alright. Das sollten wir wohl gebacken bekommen. Hier stellt man wirklich sicher, dass man das versteht. Jop, jop, jop. So, als nächstes, The Grappling Hand. Press 1 to select and left mouse button to shoot. Collect Penko Artifacts, Flip Switches and more. So, yoink. Oder das, genau. Okay, also auf die Dinger müssen wir vielleicht achten. Vielleicht gibt es ja auch in anderen Farben, aber das ist schon mal ein guter Hinweis. So, und mehr haben wir aktuell noch nicht. Was wäre denn Volcanic Cavern? Okay, die restlichen werden wir uns einfach noch nicht angezeigt. Oh, auch niedlich. Achso, den Rest kann man sich so angucken. So, Banana. So, was muss ich jetzt machen, um hier wieder rauszukommen? Moment, hier war was. When they come of age, every Panky receives this hat. Oh. Das was? Klang so danach, ja. In this part of the park, you took pictures of 16 of 36 Pankos. Collected 0 to 14 artifacts, perfected your collection of 0. The Grappling Hand is a handy tool for explorers. Try using it on the juicy red flowers everywhere. Oh, and also watch out for levers to press. The possibilities are endless. You unlock the ability to change directions. Don't worry, I will tell you when to use it. Das ist natürlich großzügig. Okay, ja. Okay, das war also mein Artefakt. Sag mal, auf den ersten Blick war das nicht offensichtlich. Okay, gerade so. Oh, das ist was. Ein Omomo. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. So, da oben war theoretisch jemand. Tatschi, tatschi. Ja, ich probiere einfach. Das eigentlich was? Ich konnte es nicht. You will need to unlock the Ghost-O-Vision upgrade before entering the spooky realm. Oh, okay. Ja, alles gut. The double is known to bring joy to even the smallest visitors at the Penko Park. Great. Ach so, das sind also jetzt hier Beschreibungen einfach nur. Oh, hi. Okay. Hat jetzt nicht damit gerechnet, dass hier. Hi. What's up, buddy? Junction ahead. Press A or D to change. Okay, wir wollen logischerweise jetzt hier nach unten diesmal fahren. Okay, Kollege ist weg. Und da oben kannten wir schon. Oh, no photos. Watch me, bitch. Hi. Dich gesehen. Hab dich gesehen. Oh, hi. Ha, interessant hier wieder noch so einen Stein zu sehen. Holy shit. Hi. Ach so, du schläfst.
wie es da am Hin und Her oinkeln ist. Lass uns mal so ein bisschen aufpassen. Ich hatte dich noch, noch nicht schlafend. Ah, okay, wieder mal einen von denen. Das irgendwelche Sachen? Nee, leider nicht. Luring them out of the house is an easy task once you have a couple of Panko Balls. Ja, die haben wir leider noch überhaupt nicht. Ah, jetzt sind wir hier wieder rausgekommen, richtig. So, Achtung, da ist ein Buddy. Aha. Diesmal waren wir schnell genug. Hier ist schon wieder einer dieser, ich nenne es mal Altare. So, hier ist definitiv irgendwie ein anderer Weg, der eigentlich... Ups, aber ich nicht. Anderer Weg, der irgendwann eingeschlagen werden. Oh. Okay. Oh, okay. Ich habe einfach blind dahin geschossen. Was hat's getan? Hi. Kinda creepy. Oh oh. Oh, wow. Cute. Please don't listen to the lies coming out of the... Hi. Out of the hollow's little mouth. Panko Park never enslaved or tried to enslave any of its park's inhabitants. Ach, hätte warten sollen. No, komm, spring doch mal. Ach du Heilige. Okay, hier mal wieder. Ich will natürlich immer gucken, dass man schön grabby grabby macht. Okay, also die gibt's auch noch irgendwann in Pissy. Ich weiß halt nur noch nicht wann. This cozy cave was naturally formed by 1,000 pounds of Panko Dynamite. It's inhabitants certainly... Appreciate all the Panko Park has done to improve their condition. Mhm. Sure, sure. Warten darauf, dass man irgendwas tun. Oh, hi. Das Ding jetzt auch noch schlafend. Warten darauf, dass man irgendwas machen muss, damit die aggressiv werden. So ganz bewusst nicht hingucken und dann rechtzeitig hinwechseln oder ähnliches. Nur noch 9 Fotos. Mal gucken, wie viel ich davon jetzt noch machen kann. Nee, dich hatte ich schon aktiv. Du bist neu, genau, in der Position. Wow, that was one hell of a ride. Let's check out those pictures. Der Omomo. If you can make it sing, you won't ever want it to stop. The Babok. Loud, angry and annoying. The Burlebub. Never trust the Burlebub. Grieving mother of two. Oh je. Okay, und dann auch nochmal in der schlafenden Version. The Small. Diesmal in aktiv. Look how cute. Aber auch The Small in Pissy. The Capo. Always irgendwas. Always catching. Schade, was man jetzt hier nicht einfach nochmal draufhalten kann. The Hokori is very adept at advanced pottery. Huh. So, und dann auch nochmal in aktiv. The Knappo. Bigger than it needs to be. The Knappoli. I just hate it and its beady little eyes. Huh. Ich meine, ich finde es eher beunruhigend, dass die halt Steine um sich meißen könnten, vielleicht. Where there is a hole, there is a slunko. Hallo, guten Tag. They have been whispering forbidden truths into unsuspecting ears. The Vamu. Oh, ich hätte das andere Foto in dem Fall nehmen müssen. Vamu. Also known as Papa Greg among park staff. The Oikel. The higher jumps, the worth it gets. Okay, Citro. Ja, von mir aus.
Replace a 3-star photo with another 3-star photo. Sure did. So, where do they come from anyway? Do they grow on trees? Ooh, hier haben wir einiges jetzt. Who says fashion cannot be sustainable? Only part of a perco that cannot be digested. Huh. The weirdest omelette I've ever eaten. Some pangos use a doubled skull as a nest decoration. Crude. It belongs in a museum, of course. Okay, da haben wir mal wieder was bekommen. The Volcanic Caverns. Cool sieht's ja aus. Oh, halt den Hut jetzt auf. Photo Plus, increase your maximum photo amount by 25. Not two, by. Penko Ball, press 2 to select and hold to charge. Some Penkos like it, some hate it. Okay, das wäre natürlich nochmal ganz schick. Wildlife Photography Guide, a short guide to taking better photos. Ja, sure. Achso, und damit kann man dann sagen, wo man hin möchte. Okay, sure. Aber um nochmal so ein bisschen mehr zu sehen, gehen wir ruhig dahin. We are now entering the volcanic area of Penko Park. Many species thought extinct were rediscovered in the caverns of this magmatic area. Blah blah. Since our last unfortunate incident, I will kindly ask you to stay inside the cart and under no circumstances touch the lava. Your body would evaporate in an instant. Buck up and let's get moving before the magma gets cold. Sure. Jetzt fällt es nicht, dass da im Hintergrund irgendein Geräusch zu hören ist, wo ich mich frage, ob da unten irgendwas sein soll. Mhm. Einfach erstmal nur ein Bild von dem Areal selber. Da hinten ist ein Duck. Okay, hi Duck. Hi Duck. Touch the lava. Oh, das ist ein Dampfling. The volcanic caverns might appear stony and brittle, but they are teeming with life that flourished under adverse conditions. Das Gute ist, wenn man hier dieses Menü offen hat, man kann immer erstmal nochmal kurz gucken, ob es hier irgendwas gibt, mit dem man oh, da hinten ist was. An entrance to this inner part of the cavern was only found after the park was already built. Okay, da haben wir mal wenigstens Lobo schon mal festgehalten. Oh, did you fear that? I think we just unlocked a new pass. Let's keep an eye out for that. Okay, dann gehen wir doch einfach da lang. Zum Pilzpark. Pilzfahrt, wie auch immer. Let's eat all the mushrooms. Mario hat gesagt, dass das kein Problem ist. Hey, little guy. Oh. Oh, also hier neues Gebiet. Neues Panky-Foto, was man machen kann. Oder vielleicht, weil er einen neuen Hut und Anzug trägt. This mushroom cave seems to be part of a larger network of oversized fungi, harboring many mostly solitary species. Further explorations were quickly put to a grinding halt after too many pinkies fell into chasms due to a lack of proper lighting. Mein Beileid, hi. So, da können wir von Onipap vielleicht gleich nochmal ein besseres Foto versuchen. Echt, ich bin hier. Also, das Ding schießt schon relativ weit. Naja, nice, besser. Hier habe ich keinen Grund. Haben die noch ein anderes? Ah, auch noch eine Wachfunk. Oh, hi. You guys look kind of freaky. Ich bin gespannt, wann man hier die Ocarina freischaltet oder wie auch immer. Oder den Taktstock ist es ja, glaube ich, bei Wind Waker. What? Ja, okay. Dich habe ich auch wahrgenommen. Dich haben wir angeblich schon mal angetroffen. Mhm, bye bye. Oh, hier ist noch irgendwas anderes. Das da. Da ist ein Ei. Achso, von dem Ei kann man auch ein Foto machen. Wäre vielleicht etwas cleverer gewesen. Hi. Wo ist der Blob? Ist er hier vielleicht anzutreffen? Oh, das ist kein gutes Bild. Okay. Also ich gehe mal davon aus, dass jetzt hier wieder der Punkt, wo sich beide Routen treffen. Nice.
Ja, man guckt natürlich jetzt trotzdem immer schon so ein bisschen. Okay, wo würde man hier noch was verstecken können? Ah, hier. Oh, hier, interessant. Ground Roselord Thorns mixed with water were used by village folks to get drunk and poison their neighbors, sometimes both at the same time. Hi. Huh. Leicht creepy, aber sind wir das nicht alle? Mutter. Oh, hi. Let's touch. So, nochmal ein besseres Bild jetzt, genau. Okay, es hat noch ein paar mehr Gesichtszüge drauf. Okay, ich sehe aktuell da nicht wirklich viel. Turfo spends most of its day buried under the Earth's crust. This serves the purpose of both nurturing its roots and protecting it from predators. Ja, aber im Endeffekt habe ich gerade Boden fotografiert. Aha. Danke. Thank you. Ja, ist natürlich auch so ein bisschen creepy, weil das halt alles, oh, 2D ist. Oh, Knusper ist aggressiv. Dass man halt, oh. Okay, ja, da waren jetzt schon mal zwei Creepies dabei. You will need to unlock the ghost. Ja, okay. Das ist also auch weiterhin hier wirklich der Fall. Oha! That's a big boy. That's a big boy. Okay, wir haben also den Kopf von dem Vieh schon gefunden. Hier irgendwas direkt machen. Oh, hier kann man wieder reingucken. Oh, wow, hi. You look pissed. Ah. Wie, das ist nicht mehr als 2 Sterne. Oh, hi, du schon wieder. Oma? Oh, sogar fliegend jetzt noch erreicht. Oh, und die dahinter. Die sehen natürlich irgendwie aus. The ball of Kibiko is its life's work. Every day it carefully puts on layer by layer until the ball starts to glow and vibrate warmly. Yeah, no way, that's not creepy. Okay, das Ding folgt uns. Oh, hi. Oh, Bogen. Okay, da gibt's noch mal eine weitere Route. Da ist wieder so ein Schrein mit dabei. Oh, er ist schüchtern. Zumindest, wenn man ihm zu nahe kommt. What? Ja, ich habe einfach gar nicht so wahrgenommen, dass sie so eine Geräusche von sich geben. Wollen die irgendwie helfen? Oh, hier muss. Achso, sehr schön. Wow, oh, that was one hell of a ride. Schön, dass man weiter ein Foto machen kann. Let's check out those photos. Oh, hier hätte man jetzt theoretisch nochmal. Ah, wirklich? Das ist immer noch zu wenig. Aber man sieht auch, man hat von der Scroll-Funktion vom Balken noch nicht alles wirklich. Das hatte ich schon. Noch nicht wirklich alles freigeschalten. Das wird also noch ein bisschen besser. Okay. So, das war doch eigentlich jetzt schon wieder eine gute Arbeit gewesen. What if a spider decided to walk on 2 legs instead of 8? You get a duck. Okay, mehr von ihm. The Dumpling, closely related to the Spork, although they never see each other anymore these days. Lobo, ja, schlechtes Bild noch. Might have been created on accident by park scientists who crossed an Onipup with a Rosalord. Whoops. Oh, da ist er wieder. Okay, 2 Panky-Bilder. Wir nehmen das da, würde ich sagen. Da hat er die Arme oben. This one does not seem to mind burning its hands. Suitable for working the magma pits.
Ist also nicht die gleiche Version. Onipop. Be the flame, not the Onipop. Aha. The Hilo. Stomp, 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 stomp. The Hilo sleeping. The Harry. Harry Motter. The Rumple. Has anyone ever shouted back at it? Ah, ich habe Harry Motter nicht gelesen. Has a surprising good sense of rhythm. That ain't me. The Knuspers. We believe its swarm formations could tell us a lot about the true nature of the park. The Big Boy. A fully grown tubo needs at least 3 large boulders per day to maintain its body weight. Ja, das Ding ist gigantisch. It might look cuddly, but its skin is one of the hardest materials known to man. Das Ding sieht ulkig aus. The Goomer. Jim Mobber? Jim Mobber? Akakai. Genau, rot. Voted Lord of the Seven Magma Lakes 8 times in a row. Ja, ein paar Versuche sind mit dabei. Leider war keiner von denen wirklich gut. This one. You have permission to use the flamethrowers. Okay, also Mücken oder ähnliches. Eulo. Try kicking it. The thing just won't stay down. What? Die Viecher. In the mindful soul of the park, its song has a soothing effect on many other Pinkos. The Tubaco grows to over 250 feet in height. Wow. So, dann gucken wir mal, was wir jetzt hier bekommen. Ein neuer Hut. Yay. Ein Knochen. This is an actual rather sophisticated toothpick used by both Tubo and Tubaco. Für welche Zähne? Bei dem könnt ihr ja noch verstehen, aber hier? Also entweder ist es dann halt so eine richtig merkwürdigen Stelle versteckt. Gordos skills are traded highly on the black market. When it comes to park celebrations, Pankies are told to put on a fake smile and revel for hours on end. Yay. Und dann an ocarina-like structure that can be used to play a wide variety of eerie sounds. Ah, interessant, dass wir das wirklich jetzt hier gerade bekommen haben. Dip, 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 dip. So, wir wollen the Panko Ball. Yes, sehr gut. So. Auswählen, gedrückt halten, vermutlich um damit die Reichweite zu bestimmen. Jetzt abbekommen und there goes Funky Mode. Okay. Das ist aber noch nicht alles. Card Boost. Okay, wir können also jetzt beschleunigen. Ich hatte mich schon gewundert, ob das jemals kommt. Aber zugeben, wir sind noch nicht weit im Spiel. Okay. Ich würde sagen, achso, hier kann man auch so ein bisschen sehen. Wen haben wir zum Beispiel abgeschlossen? Wegen wem haben wir das Artefakt bekommen? Okay, also hier zum Beispiel das Penismonster, Eulo. Da fehlt noch Happy. Und das Artefakt. Ja, gehen wir nochmal da rein. Ja, wir wissen ja, wir haben noch eine zweite Route. Die so gesehen ja die erste ist, weil die andere haben wir ja freigeschaufelt. Wo ich mich frage, ob es jemand überhaupt schafft, hier hinzukommen ohne die Fähigkeit. Ich meine, wenn man es nicht freischalten würde, aktiv, aber zumindest erreichen müsste man es schon können. So, hier nochmal. This is in this part of the park, you took pictures of 18 of 32, collected 5 out of 15 artifacts, perfected 1. Okay, also hier, jetzt haben wir die Möglichkeit hin und her zu wechseln. Das funktioniert auch mit dem Mausrad. Gut zu wissen, so. Okay. Ah, das geht dann auch sofort kaputt, interessanterweise. Wir wissen, da hinten war einer. Oh, so weit geht der nicht. Man muss schon... Ah, Doug ist ein bisschen weit entfernt. Nochmal einmal, Kobe. Na. Ist nicht so einfach. Oh, knapp. Wie das knapp, Chloe, wurde nicht aufgezeichnet. Okay, nochmal einmal. Okay, jetzt. Nice. Ja, jetzt können wir ruhig mal... No, no, no. What? No, 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 no. Wie, man kann ja einfach sagen, Neustart. Ich will nicht nochmal die Strecke neu fahren. Back to Album. Was passiert dann? Wenn die Dinger, die man gemacht hat, trotzdem 1%... Oh ja, sehr schön.
Also Related to the Spork, ja richtig. Was macht man, wenn man den eigentlich nicht will? Skip. Den da wollen wir. Genau, das war jetzt erstmal noch nicht viel, aber ich hatte halt nicht damit gerechnet, dass man auf einmal schon sofort entscheiden muss. Ich dachte, wir wären noch ein, zwei Schritte weiter entfernt. Okay, also ich guck dann mal jetzt nochmal in das Park. Ja, da ist jetzt nicht viel bisher passiert. Deswegen, ich kann zum Beispiel auch hier schon links, rechts drücken. Aber das tut erstmal logischerweise noch nicht allzu viel. Deswegen, ich werfe das jetzt so hoch wie möglich, in der Hoffnung, dass es vielleicht Duck da hinten irgendwie erreicht. Okay, das ist jetzt schon wieder zu hoch. So, damit brauche ich jetzt nicht nochmal ein Foto versuchen zu machen. Au! That's the buddy! Oh no, okay, wir sind zu weit weg da noch für. So, jetzt wird es hier angezeigt, gut. Dann probieren wir das gleich nochmal an einer vielleicht besseren, näheren Stelle. Das Gute ist auf jeden Fall, dass man hier kein Limit hat. Man kann unendlich viele dieser Panko-Balls werfen. Oh, hi. You look creepy. Genau, das Ding hatten wir ja schon aus der Entfernung sehen können. So, probieren wir mal ganz kurz hier einen Wurf. Oh, der hat was in der Hand. Gimme. Nope, scheinbar nicht. So, shortly after Sir Panko recognized the Panky's high pain tolerance and great work ethics, this breeding station was built out of thin air. Ach, hier kann ich zum Beispiel nicht einfach hingehen und Fotos machen. Nur beim Endscreen ist es wirklich möglich. Ist das was? Yeah, staff work day and night to tend to the next generation of loyal Panky workers. Oh, ich hab's damit aufbekommen, ja. Oh no! Uh-oh, it's coming closer! Ist da unten irgendwas? Oh wow, man kann doch bis da hinten sogar hinkommen. Achso, hier, Achtung. Ja, jetzt wo man schon ein Tool mehr hat, man muss natürlich jetzt hier schon so ein bisschen gucken, okay, hin und her wechseln. Ja. Yeah. Nicht das beste Bild hier nochmal. Und da war gerade irgendein Krabbler oder... Oh, hi. No, nicht verstecken. Ich hätte ein Foto machen sollen, damit ich einfach eins habe. Kommt auch nicht wieder hoch. Okay, das ist immerhin jetzt schon mal wach. Haben wir 3 von 4. Ich versuche nochmal einmal. Das ist eine Tanzfunktion? No. Achso, jetzt haben wir schon wieder einmal den Loop hier abgeschlossen. Okay. Ah, dann probieren wir mal unser Glück bei dem Kollegen. No, das war's noch nicht. Oh, come on, really now? Haben es geschafft, daneben zu werfen? Ja, es schläft definitiv noch. Ah, oh, guten Tag, guten Morgen. Wir haben noch nicht ganz... Oh, hi. Du bist neu. Oh, right. Das haben wir dann auf einmal mit abgeschlossen. Habe ich den beim ersten Mal übersehen? Leute, bin ich mir da nämlich nicht mehr sicher. Hi, ihr mal wieder. Vielleicht ein Grund, warum die damals pissy auf mich waren? Das war ein schlechtes Bild. So, hi. Oh, no. Oh, nicht touchy, touchy. Oh, da oben ist einer. Oh. Oh. Aha. Okay, euch brauche ich ja jetzt nicht mal fotografieren, weil wir haben ja beide Funktionen schon gesehen. Interessanterweise, das zählt noch nicht. Also einfach ein Foto von dem Kopf machen? No. Auch nicht abhauen. I need the photo. Was muss ich machen? Das ist vermutlich... Er hat's gerade was gemacht. No. Ich war zu langsam. Abhauen.
Oh, wow, hi. Hey, auf einmal hat sich entschieden, was zu tun. Echt? Alles gut? No, nicht wirklich. Besser. Da hinten ist was. Ja, da ist was, aber... Händchen ist dann scheinbar jetzt schon wieder zu weit weg dafür. Warum bist du da hinten? Am Arsch der Welt. Oh, wow. Hi. You are super creepy. Holy shit. Ah, das ist dir vollkommen... No, nicht schon wieder abhauen. Okay, gib mir mal das Ding da. Keine Ahnung, was ich davon habe, es nochmal zu holen. Oh, wow. Es tut mir jetzt wirklich ein bisschen leid. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass der da auf einmal so wegbricht. Ganz kurz hoffen, dass der vielleicht kurz noch wegfliegt. Genau. Ah, sonst zum Beispiel... Doch, hier hinten ist er nochmal. Schade. Let's look at the pictures. Achso, man kann aber hier nochmal theoretisch weiter versuchen. Ja, vielleicht nur die Fotofunktion würde gehen, aber nope. Beides theoretisch. Okay. So, ja, für den Kollegen leider nicht die beste Option hier. Nur 2 von 3. Danger Extreme, ne, Explodable. Achso, der Große. Helge! Do not get at all along with the Hokori after the big monkey bonanza of 56. Sure. Okay, dann haben wir nochmal 2 weitere. Interessanterweise Pissy, nicht das beste Foto. Der Krabbel! Hurry up and don't let the Krabbel bite you. Dann nehmen wir das da, da ist nämlich kein Raining davor. The Gasophant. Actually smells quite pleasant. Huh. Und natürlich the Pessophant. It's Duck. Nehmen wir den, der Duck sieht in der Hinsicht lustiger aus. Genau, du geöffnet, das sieht besser aus. It dances, its dance is both workout and mating ritual. Mesmerizing. The Bronco. Welcome to the Broncos. Known to swallow Eulos whole. Ah, und dann natürlich auch noch in... Nehmen wir es mal glücklich. So, nochmal Knuspers. Wie belief jetzt 2 Punkte? Okay, das hatten wir. The Lobo. Might be created, genau. Oh, da haben wir zum Teil nicht die besten. Ja, den können wir ganz gerne nochmal ersetzen. Hehe, has anyone ever shouted back at it? Das hatten wir auch. The Motter. Translated song means boop, beep, boop, beep, bubble. Has a surprising good sense of rhythm, you know. You have permission to use the flamethrower. Oder das Bild zu ersetzen. The Goomer. Auch die andere Version. The Spink. That thing is vermutlich einer der freakiesten bisher. If you looked up there in the crevice, this is the perfect hiding place. So, Tobacco. Genau, die andere Version noch. Hier nochmal. Das ist Wurst. Okay. The Crater Lake haben wir damit freigeschalten. Sowie aber auch Card Stop. Briefly stop by pressing S. Interessant. Ja, permanent wäre vielleicht ein bisschen zu stark. Aber die Möglichkeit, Halt zu machen, ist trotzdem nicht verkehrt. Und sonst, weil zum Beispiel hier das trotzdem überhaupt nicht mehr weitergeht. Aber ich gebe mal wirklich briefly. Heißt, man kann nicht einfach da Halt machen. Und bis zur Endlichkeit warten. Okay, damit würde ich sagen, haben wir mal so einen gewissen Ersteindruck gewonnen von Penko Park. Ich finde es so, wie man es wirklich hier schon beschrieben hat, als doch creepy cute. Ich denke, es ist eine wirklich nette Idee. Ich denke, man sieht auch natürlich, das ist sehr an Pokémon Snap orientiert. Hat aber natürlich dank der eigenartigen Monster natürlich auch seinen eigenen Charme mit dabei. Ich sag mal, wir brauchen davon nicht unbedingt mehr machen. Man hat so ein bisschen gesehen,
was hinter dem Spiel ist. Ich kann es im Endeffekt eigentlich nur empfehlen. Ich meine, ich gucke mal ganz kurz nebenbei, was denn so der Preis ungefähr ist für das Spiel. Ich meine nämlich, ich habe dafür sehr wenig im Sale nur bezahlt. Also der niedrigste Preis ist zum Beispiel bei Gamesplanet UK aktuell mit 3,41. Bei Steam 3,89. Also wer diese Art von Spiel mag, denke ich, hat hier wirklich was Cooles vor sich. Der eine Nachteil ist natürlich, gerade wenn man es sowas wie mit Pokémon Snap vergleichen möchte, hier ist halt kein Pokémon dahinter. Deswegen also die Idee von, oh, ich will unbedingt dieses Glumanda richtig fotografieren. Klar, zum gewissen Grad auch hier, dass man sagt halt, oh, ich habe das eine Ding nur für 2 Sterne statt 3 bekommen. Dann will ich es nochmal versuchen, ist bestimmt auch dort gegeben. Aber halt, der Bekanntheitsfaktor ist halt einfach schlichtweg nicht gegeben. Aber trotzdem, cooles Spiel. Ich hatte der, nicht ganz Stunde, 45 Minuten, trotzdem einen Spaß gehabt, das Ganze hier zu spielen. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Hoffe, es hat euch ebenfalls gefallen. Und dann bis zum nächsten Stream. Habe ich hier von meinem Buddy kein Bild gemacht? Sinnerweise wurde es hier nicht hervorgehoben. Aber ich glaube, das war auch beim ersten schon nicht der Fall. Ja, okay. Bis dann.